Jo Leute, und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Pro Evolution Soccer. Und dieses Mal werde ich die Konsole nicht ausschalten, hoffe ich. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, im letzten Part war ich ein bisschen Akku, oder? War ich das Akku? Ich glaube schon. Und dann habe ich was an der Konsole rumgerüttelt und nein, ich habe sie nicht vergewaltigt. Und dann habe ich den Ausknopf gedrückt. Aus Versehen natürlich. Ja, und dann war der Part viel kürzer und da war ein Spiel drin, was ich jetzt nochmal von vorne machen muss. Das ist natürlich ziemlich klug. Ich habe jetzt schon wieder ganz zwei Wochen nicht gespielt und ich kann es einfach wieder nicht. Das muss man wirklich intensiv spielen, damit man es auch gut kann. Wie ich früher. Ist nicht dein Ernst, oder? Zum Glück sind die auch so schlecht. Hoffentlich hat sich da keiner verletzt. Schwierig für ihn, aber er hat das Beste rausgemacht. Nein! Schade, war knapp. Er versucht es, warum auch nicht? Ah, da muss der Ball besser kommen. Nein, wieso? Ja, danke, dass ich Ecke krieg dank dir. Nett. Was war denn das jetzt bitte? Ich habe viel weiter nach links gezielt. Ich hätte einfach trotzdem noch eine Ecke. Ziemlich leise, weil ich mich ein bisschen konzentriere. Kann er sich weiter durchdanken? Verdammt. Ja. Ohne Mission. Die ich eigentlich ja schon hatte. Und was mache ich da bitte? Ich hätte es schaffen können, also ich hätte ein Tor machen können. Nein. Am Tor vorbei. Aber ich muss natürlich nochmal gegen die Gegner laufen, damit es was anspruchsvoller wird. Bis jetzt hatten eigentlich die Gegner auch gar nicht so viele Chancen, fällt mir auf. Nein! Dann behält er auch noch den Ball. Drüben findet er einen Ball einen Abnehmer. Ey, du. Genau, Hacker. Ja, werf dich ruhig hin. Was für eine riesige Gelegenheit. Ich weiß jetzt nicht, ob ich beim letzten Spiel verloren oder. Obwohl, ich müsste ja verloren haben. Oder unentschieden. Ich glaube, wahrscheinlich verloren. Was war das? Oh, ich gerade noch so gerettet. Nein! Ja. Ah, das war so gut.
Wie kam der da bitte noch dran? Komm, das muss ein Tor werden. Yes. Ein Tor. Obwohl, das war beim letzten Mal, glaube ich, auch so 1-0 immer. Dann haben die Gegner 2-1 geführt. Deswegen sage ich mal lieber nicht, dass es wenigstens ein bisschen gut ist. Natürlich erst bei 2-0. Aus der Position wirklich kein schlechter Schuss. Oh! Nein! Wieso schießt du denn drüber? Man hätte nur drauf schießen müssen. Das war relativ planlos und dann auch noch ziemlich schwach. So hast du kein Tor. Wieso war das schwach? Das war doch nicht schwach. Für diese Aktion muss ich halt verstehen. Für diese Aktion muss es Abseits geben. Okay, das ist jetzt aber schon ein bisschen Betrug, oder? Ich ziel hier hin, der schießt dahin. Was soll die Scheiße bitte? Wenn die jetzt ein Tor machen, das wäre so mega unverdient. Ja, sie werden ein Tor machen, Ecke. Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Ja, freu dich nur. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn das für ein Dreckspiel? Gib mir den Ball. Ja, genau. Natürlich, natürlich. Alles fair Spiel. Kannst du mir jetzt mal den Ball geben, verdammt? Danke. Nach 10 Jahren mal. Ey, Alter. Fick dich. Ganz ehrlich. Ich wollte jetzt nur mal kurz ein bisschen aufnehmen und jetzt macht mich dieses Dreckspiel schon wieder so aggressiv. Bin jetzt gewinnen? Nö, ich... Nö. Ich mach wieder aus. Ist mir so scheißegal. Bis jetzt war es ein hervorragendes Fußballspiel. Auf dem Spielfeld geht richtig die Post ab. Keine Ahnung, was das jetzt sollte. Das war so richtig schlecht. Und wieso habe ich jetzt geschüttelt, Mann? Genau! Ich krieg nicht mal Freistoß oder so. Jetzt gib mir diesen Drecksball. Ja! Na, wieso? Ich hab nicht geschüttelt, das ist Betrug. Dankeschön, Spiel, für diese motherfucking Dreckscheiße, ganz ehrlich. Leck mich. Leck mich. Ich nehme gleich keinen Pappen auf. Ganz ehrlich, ich nehme gleich nichts mehr auf. Oh mein Gott, nein. Können Sie was draus machen? Schieß doch! Bist du verhören? Alter! Bist du behindert im Kopf? Als ob. Ich nehme den Pappen. Bin ich jetzt völlig? Ich nehme den Pappen. Ich nehme ihn nicht. This
ist mir so scheißegal. Ja, fick dich ruhig. Ja, ich fick dich gleich mal. Als ob das ein Foul wäre. Komm, belüg dich doch nicht selbst, Alter. Das hat man krass gesehen. Das hat man richtig gesehen, dass ich den Ball getroffen habe. Ich habe den Spieler überhaupt nicht mal getroffen. Mann! So eine Scheiße. Irgendwann... Ich höre mit dem Let's Play früher auf, als ich will. Das steht fest. Wenn es so weitergeht... Alter! Das nennt man faul! Schiri! Bist du behindert? Ja, okay. Nee, das... Nee, ich werde jetzt faulen. Bist du so scheißegal? Hier. So. Da hast du deinen Pimmel. Boah, Alter. Ach ja, genau. Rot, natürlich. Genau. Natürlich. Weil auch alle gar nicht da waren, ne? Natürlich. Total verdient Rot, ist klar. Weißt du was, Schiere, ey, verpiss dich doch einfach. Verpiss dich doch einfach. Glücklich. Nee, ich hör gleich auf mein Part. Ich hör einfach auf. Ja, genau, was habe ich jetzt gemacht? Was habe ich gemacht? Ich habe nicht geschüttelt. Das ist so unfassbarer Betrug. Es ist... Ach, komm. Nee. Nee. Ich höre jetzt mit dem Part auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Nee, ganz ehrlich. Auch wenn ich jetzt vergessen habe, bei der Halbzeit einfach zu machen. Es ist mir so scheißegal. Dislike den Part ruhig. Ich kann es verstehen bei solchen Wichsern, ey. Ey, Alter.